Viva Libia! Viva Muammar al-Gaddafi! Grüße an alle guten Menschen aus der deutschen Sendezentrale von World Jammer Hiria Radio. Es ist der 5. November 2011, mein Name ist Chris Edelmeier. Aktuelle Ereignisse im Überblick. Große friedliche Proteste wurden am Grünen Platz in Tripoli abgehalten. Die Bürger protestierten gegen die ungesetzlichen Aktionen bewaffneter Unterstützer der neuen Machthaber. Nahe der Grenze zwischen Libyen und Tunesien griffen grüne Widerstandskämpfer drei LKWs an, die Öl für die Rattenverbände transportierten. Eine Gruppe libyscher Terroristen, die zu einer dschihadistischen Organisation gehören, die Al-Qaida nahesteht, haben die Gräber des Gaddafi-Clans in Sirte geschändet und die Knochen der Begrabenen verbrannt. Vier Grabstätten wurden zerstört. Nach Berichten von NAH waren dies die Gräber von Gaddafis Mutter, seines Onkels und zweier weiterer Verwandter, die auf dem Friedhof des Anwesens begraben waren. Das Grab von Gaddafis Mutter wurde am stärksten beschädigt. Ein interessantes Dokument wurde uns von Nikolaw Sologubowski, unserem ständigen freien Korrespondenten in Libyen, zugesandt. Bevor die USA Hand in Hand mit der NATO anfingen, Libyen zu bombardieren, plante die UN einen Preis an die grüne Jamahiriya und Colonel Muammar al-Gaddafi persönlich zu überreichen, für seine international anerkannten Errungenschaften beim Schutz von Menschenrechten. Und es ist kein Witz. Demselben Muammar al-Gaddafi, der bis heute als blutiger Diktator verdammt wird. Die Zeremonie war für März 2011 geplant. Wer ist dieser blutige Diktator, der bombardiert wurde, während man diesen Preis für den Schutz von Menschenrechten zurückhielt? Können Sie sich die Macht vorstellen, die gegen die UN angewandt wurde, um sie derart zu verängstigen, dass sie statt einer Ehrung ein Todesurteil für dieses wohlhabende Land ausstellt? Gerade vollzieht sich in Benghazi ein Raub kultureller und historischer Schätze in einem unverschämt noch nie dagewesenen Ausmaß. Die Rebellen drangen in die nationale Geschäftsbank und stahlen die sogenannten Benghazi-Schätze, tausende von Gold- und Silbermünzen aus der antiken griechischen Ära und andere einzigartige Raritäten, die der Stolz eines jeden bedeutenden Museums wären. Experten bezeichnen das Verschwinden der Kunstobjekte aus der Bank in Benghazi als einen der größten Raubzüge in der Geschichte der Archäologie. Die Suche nach den Verbrechern und ihren Helfershelfern wurde von Interpol mit Unterstützung der UNESCO unmittelbar eingeleitet. Aber die von der NATO eingesetzten Autoritäten sabotieren das Vorhaben von Interpol. Und ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass ausgerechnet jetzt, wo USA und Kanada aktive Teilnehmer der Aggression gegen Libyen sind, diese die Finanzierung der UNESCO eingestellt haben? Salem Warfali, ein Waffenbruder von Saif al-Islam, der mit ihm aus Bani Walid entkommen konnte, erklärte: Saif ist in guter Verfassung und wird Libyen nie verlassen. In seiner E-Mail merkte Salem Warfali an, dass Saif al-Islam al-Gaddafi die Mitglieder der Streitkräfte und Sicherheitsorgane aufrief, sich auf den Widerstand vorzubereiten, sich einzuschreiben in der libyschen Armee, die zur Befreiungsarmee wird. Über die Stämme sagte Saif, dass es nutzlos ist, auf ihre Hilfe zu hoffen, mit Ausnahme jener, die die Demütigung nicht akzeptierten, so zum Beispiel die Kadhafa und Rafala. Er fügte hinzu: Nun kennen wir den wahren Wert eines jeden Einzelnen. Der Kampf geht weiter, der Kampf gegen die NATO geht weiter. Wir kämpfen gegen die NATO in Tripoli, Sirte und Bani Walid. Wir haben diese Schlachten verloren, aber nicht den Krieg. Die Kräfte des Feindes sind verteilt und uneinig. Sie werden sich weiterhin gegenseitig umbringen und wir werden diejenigen Ratten auslöschen, die überleben. Wie Salem Warfali betont, erklärte Saif al-Islam, dass von nun an der Kampf einfacher werde, denn der Feind ist gut sichtbar und der Widerstand unsichtbar. Der Feind hat die Schlagkraft verloren, die wir in den vergangenen Kämpfen erlebt haben, als er von der NATO unterstützt wurde. Die Rebellen sind weit verteilt in kleinen Gangs und hauptsächlich damit beschäftigt, die Zivilisten auszurauben. Saif al-Islam hat zurückgewiesen, dass Sirte und Bani Walid gefallen seien. Gefallen sind jene, die sich an den Feind verkauft hatten, aber Sirte und Bani Walid widerstanden. Sie hatten sich in die Geschichtsbücher geschrieben.
Schon bald wird Saif al-Islam detaillierte Direktiven verbreiten, sowohl betreffs der Kampfaktionen als auch der Ziele des Widerstandes für die nähere Zukunft. In diesen werden alle IS ihren Punkt bekommen und jede Gruppe wird über ihre konkrete Mission informiert, zur Erfüllung der gemeinsamen nationalen Verpflichtung. Warfalli erklärte, dass der grüne Widerstand sich nun konzentriert, während in Libyen das Chaos herrscht, basierend auf der Struktur autonomer Gruppen. Dies wird ihn vorbereiten auf die Durchführung effektiver militärischer und subversiver Operationen. Gleichzeitig werden die Aktivitäten der Gruppen eng koordiniert vom Kommando der Befreiungsarmee. Großes Chaos breitet sich überall in Libyen aus. Es ist also nutzlos, von irgendeiner Stabilität zu sprechen. Und schon sehr bald wird dies die Libyer dazu bringen, sich zu vereinigen und Widerstand zu leisten für die Befreiung des Landes und die Rückkehr der Staatssysteme ins Leben. Die algerische Nachrichtenagentur Algier ISP meldet, die Quelle vom libyschen Widerstand informiert, dass seit gestern Morgen grüne Widerstandskämpfkräfte jede ausländische militärische Kraft attackieren würden, ob sie nun Hoheitszeichen tragen oder nicht. Gestern versuchten 4 nicht gekennzeichnete ausländische Kämpfer zu passieren. Sie wurden von libyschen Widerstandskräften auf dem Weg nach Tripoli angegriffen und getötet. Vergesst nicht, dass Saif al-Islam die libysche Armee in libysche Befreiungsarmee umbenannt hat. Alle früheren Armeeangehörigen, Patrioten und Freunde sind aufgerufen. Der Befreiungskrieg hat gerade erst begonnen. Diese Information wurde übermittelt von unserer Quelle NATO-Stop. Das waren die Nachrichten von World Jamiri Radio für den 5. November 2011. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.